Wir sind auf Level E. Nur falls du nachher dich fragst, wo unser Auto steht. Es ist Level E. Wer ist denn letztens panisch irgendwie aus dem Auto ausgestiegen und hat gesagt, wir finden nie wieder zurück, wir finden nie wieder zurück? Das warst du. Stimmt. Wir hoffen auch darauf, dass Video Nummer 2 jetzt nochmal korrekt hochgeladen wird, nachdem wir es schon zweimal versucht haben. Und dieses verdammte Internet ist jedes Mal abgebrochen, hat so kurz vor Schluss. Ich hoffe sehr, dass es funktioniert. Ich ertrage das nochmal, wenn es nicht funktioniert. Und meine schlechte Laune. Ich weiß nicht, was er dann macht. Ich habe auch ein bisschen Angst. Zu Recht. Das war unser Hotelzimmer. Nicht ganz so komfortabel und luxuriös wie das erste, aber immer noch gut genug für uns. Und billiger. Und billiger. Und das Wetter heute ist englisch. Frei! Endlich frei! Yeah. Sieht ja cool aus. Ich mag das. Also ich mag keine Kirche. Ich mag die Idee einer Kirche nicht, aber ich will jetzt beten. Das ist auch eine schöne Kirche. Das ist gar keine Kirche, das ist ein College. Ich werde diesen Hasen, wenn ich jeden Meter Acker hier umgraben muss, ich werde diesen Hasen finden. Wenn wir schon mal hier sind, können wir doch eigentlich auch Steppunterricht nehmen, oder? Oliver, ich glaube, du hast einen Riesenvogel. Was? Du spinnst ja. You've got a point there. Und ich glaube, einen Führerschein braucht man hier auch nicht unbedingt. Oh Mann, hier, bis man so ein Verbotsschild mal durchgelesen hat, ist es doch eh schon zu spät. Dann ist man schon lange auf dem Gras gewesen. Deswegen haben sie dich eben ja auch rausgeschmissen. Oliver, hast du gerade ein Feuerzeug da? Entschuldigung, haben Sie zufällig ein Feuerzeug dabei? Wie unfreundlich. Bomber. Eine Bomber. Also ich bin zwar kein Bomber, aber ich bin auch ein Bomber-Fan, weil ich war auf Spanien und deswegen muss ich sowas auch haben. Ein weiterer ereignisreicher Tag liegt hinter uns in Cambridge. Wir haben den ganzen Tag nur gefilmt und mit Locations ausgemacht für unser Projekt, was wir bis zum Ende der Woche fertig gedreht haben wollen für unsere Arbeit. Denn das ist eine Geschäftsreise und das ist kein Urlaub hier. Und jetzt geht es weiter Richtung London, an London vorbei nach Brighton, wo wir auch noch einen Tag ungefähr bleiben werden, ein bisschen was filmen, uns die Stadt anschauen. Und danach geht's nach London. Fahren wir genau auf die dicken Regenwolken zu? Ja, wir fahren genau auf die dicken Regenwolken zu.